Also das wäre mein erster Beitrag zum Thema um die Kaiserzeit, Zeit des Ersten Weltkriegs 1912, knapp vorher. Ja. Hagen, wie ist die Lage? Sonnig. Sonnig. Dann drücke ich doch mal hier auf F1. Ja, meine Oma hat immer gesagt, nicht mit vollem Mund reden, ne? Wie war das? Komm runter vom Baum, sonst mache ich schon um. Ja, sonst sehe ich ihn ab. Ja. Nur falls der geneigte Zuschauer jetzt natürlich bemerkt, ja, Moment, war das eine Herausforderung von Dennis? Ich denke, ja. Das war eine deutliche Herausforderung an euch, doch mal ein paar Spiele runterzurasseln, welche er ganz sicher nicht hat und die Erster Weltkrieg sind. Ich möchte darauf hinweisen, dass der da unten da einen riesigen ein Stapel von Spielen hat. Der wird auch vielleicht noch ein paar vorstellen. Das mit den Häuschen da erinnere ich mich cool. nicht. Cool, nee, haben wir bisher noch nicht. Das ist, weil wir über dem Häuschen sind. Wahrscheinlich, ja. Cool. Also der Dennis hat noch einen Stapel, er wird auch noch welche vorführen, aber vermutlich kommen wir nicht ganz durch, vielleicht. Mal gucken. Und in diesem Sinne sind wir natürlich für die Herausforderung, den Federhandschuh, batsch, batsch, batsch. Sind wir einfach mal gespannt, hier, was ihr da noch so... Ich habe hier zum Beispiel noch Aces of the Great War, eine Flugsimulation, Blue Max, Aces of the Great War, 1914. The peaceful blue skies over France are shattered forever by the machine guns of mankind's first fighting aircraft. Genau, ist eine... Es sieht aus nach einer Mischung aus Strategie, es gibt einen Strategy Mode Split Screen with 3D Hexboard. Also so ein bisschen wie History Line quasi und dazu noch mit Flugsimulation. Keine Ahnung, ihr kennt ja jetzt sowieso nichts. So aber, History Line mit Flugzeugen. So was in der Richtung. Ja. The Medal pour le Mérite, the British called it the Blue Max, was awarded to the best German pilots of World War I. To flyers of both sides, it symbolized the utmost in daring, courage and honor during a time that will never be repeated in the story of aviation. Die Briten haben einen französischen Orden an deutsche Flieger verteilt? Nein. Die Briten nannten, also der deutsche Orden hieß Pour le Mérite, für die besten Flieger. Und dieser Orden wurde von den Briten Blue Max genannt. So steht es hier zumindest. Wieso nannten die Deutschen einen Orden, den sie vergeben, nach einem französischen, was auch immer? Ich weiß auch nicht. Die spinnen, ja. Die Deutschen. Action Dogfight Solo und Team Missions für ein oder zwei Spieler mit einem Computer, mit jeder Kombination aus Joystick, Maus und Tastatur. Oh, und der Hoch-Heidex-Burger. Das heißt, das wäre auch was wir zu zweit spielen könnten. Wie klingt doch interessant. Von Mindscape. Genau, mit dieser schönen Banderole um die Disketten. Auch drei Disketten mit einem dicken Handbuch. Der Hagen ist schon, ich sag dickes Handbuch schon vom Hagen. Genau, also ein Flugsimulator-Strategie-Mix für zwei Spieler gleichzeitig. Das klingt doch interessant. Und hier ist übrigens auch dieser Orden drauf. Pour le Mérite. Ein blaues Kreuz. Ja. Das war das zweite. So. Hagen, ich sehe, also ich höre ja schon an der Musik, dass es erfreulich ist. Und jetzt können wir die. Das ist eine Fabrik, ja. Fabrik einnehmen. Dann solltest du aber das Flugzeug, das die... Das war jetzt schlecht. Wieso? Weil jetzt die Infanterie die Fabrik in der nächsten Runde gleich wieder einnimmt. Oder? Oder weg ist. Okay. Wenn sie... Ich verlasse mich drauf, Hagen. Wenn die nicht weg ist gleich, dann... Wird es wieder keiner gewesen sein. Der Dennis.
das Flugzeug da. Wir haben doch da eine Flak. Ja, aber ich krieg's ja nicht schnell genug dahin. Die kann nur zwei weit schießen, oder? Ja. Wir bleiben mal so stehen. Boah. Ah ja, besser wird's nicht. Ja. So, das Schienengeschütz. Das kann da den Bunker. Nächste Runde schießen, mhm. Genau. Guck, das war hier er. Mhm. Ich muss hier so stehen bleiben. Willst du nicht den Bunker angreifen? Ja doch, ich suche gerade nur... Wo der beste Platz ist. Ja, weil ich will nicht geklemmt werden. Ja. Da bleiben wir stehen, da bleiben wir stehen. Das wollte ich hochziehen. Die Stimmung ist gleich so ein bisschen... So, was ist denn da mit dem Depot da unten jetzt? Noch mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So, die rechte Fabrik. Haben wir schon alles gemacht. Sehr gut. Es ist kaum, gucke ich mal nicht mehr so genau hin, schon flutscht's. Wie unerfreulich. Wie, er hat Schaden gemacht? Wie unerfreulich. Ich hatte gehofft, unsere machen mehr Schaden. Eben war es freundlicher. Ja, der hat nochmal nachgebaut. Ah, ich bin im Angriffmodus. Ja. Mein Fehler. Du wolltest jetzt die eine dort... Du bist da echt nervös, gell? Ja. Mit welchem eisernen Kreuzflugzeug greifen wir denn zuerst an? Das ist mal eine Problemstellung. Flak kann nicht schießen. Nein, aber ich möchte sie gern neben der schweren stehen lassen. Ja. Nicht, dass da ein Flugzeug kommt. Ja. Dann der Bunker, dann kann man nämlich die Fabrik dann auch. Müssen wir mal irgendwas hochziehen, was da einnehmen kann. Ich arbeite daran. Ja. Diese Kritik aus der zweiten Reihe her. Ja. Ich sehe, du hast das im Griff. Dann greife ich doch mal nach der nächsten Schachtel. Und jetzt kommt was Großes. Dawn Patrol. Immerse yourself in the age of aerial combat, when pilot skill and intuitive aerial tactics meant the difference between victory and defeat. Flugsimulator des Jahres für den Amiga. Von 1994. Encounter with the Red Baron. So, Edward Rickenbacker, Baron Manfred von Richthofen, Major McCudden. Über 150 Missionen, Dogfight. Also das ist ein wirklich reiner Flugsimulator. Eine von 13 Flugzeugen aus dem Ersten Weltkrieg. Sopwith Camels, Bat 7, The Red Baron's Fokker Triplane, kann man fliegen. Experience a complete account of the 1914-18 War in the Skies and Battle for Either Side of the Conflict. 64 Pilotenbiografien, 30 Originalanekdoten und Reden aus der, aber nur mit der CD-ROM-Version. Okay, was es in der Amiga-Version nicht ist. Ja. Also ein Flugsimulator, mit dem man den Luftkampf des Ersten Weltkrieges nachspielen kann, mit Hintergrundinformationen. Klingt auch interessant. So, was haben wir da so alles drin? Ah,
Ah, schade. Hagen, wie viele Disketten? 7. Denn 3, es sind doch immer 3 Disketten, Hagen. Bei Bing waren es keine 3 Disketten. Nee, aber bei Bozua waren es 3, bei Blue Max waren es 3 und bei Dawn Patrol sind es auch 3. Ich werde das beim nächsten Mal bedenken. Ja. So, dann haben wir hier in. Genau, hier haben wir die Anleitung. Mit einem coolen Frontbild. So. Mhm. Es sind auch Screenshots drin. Man erkennt nur nicht so viel. Also ich meine, ihr erkennt jetzt bei der Größe eh nichts, aber ihr würdet auch in größer nichts erkennen, weil es ist so ein bisschen. Ich erkenne ja nur mal in Original was. Da ich sehe sowas ähnliches wie ein Flugzeug. Mit Texttafeln und sowas. Und das, wo diese, also ich finde ja diese ikonischen Flugzeuge, die kennt man ja. Manfred von Richthofen war der rote Baron. Ja, und hier, rotes Baron, roter Baron, rotes Baronflugzeug. Und dann gab es, wer war denn der mit dem Lila an? Das war, glaube ich, sein Wingman. Ich weiß es nicht mehr. Hier finde ich ganz, ganz interessant. Hier gibt es einen Aufnahmeantrag für The First World War Aviation Historical Society. Da kann man Mitglied werden. Mhm. Es gibt alle Vierteljahre ein gedrucktes Journal, also eine Zeitschrift. Mhm. Und für 1995 kostet es 17 Pfund Mitgliedsbeitrag oder $30. Und zusätzlich kostet per Luftpost nochmal 7 Pfund extra. Und jeden 1. Januar wird die Mitgliedschaft verlängert. Ja. Faszinierend. Ja, also, dass wir aus der Luft den Ersten Weltkrieg erleben mit Dawn Patrol. Musstest du gerade dann sagen, wenn unsere Flieger aber keinen einzigen Kratzer in den Bunker futscheln, oder? Trotzdem ist es wieder fröhlicher. Mhm. Ich will gleich mal Statistik sehen, Hagen. So. Machen hier. Der Vorteil in den Plastiktüten ist ja, dass da keine Feuchtigkeit dran kommt. Lange Zeit gefragt, was soll diese dämliche Plastiktüten, bis mir das irgendwann mal klar geworden ist. So. Einheit wurde bewegt. Hagen, erzähl mal, wie ist die Lage auf dem Schlachtfeld? Ich versuche gerade mit leichten Vorstoßbewegungen den Gegner in seiner Beweglichkeit massiv zu stören. Was meistens ganz gut klappt. Ich will jetzt aber nicht sagen, immer. Ist noch Luft nach oben, meinst du? Ja, ich bin gerade am Denken, sorry. Ich bin gerade super langsam, weil mein Hirn gerade sich überlegt, wie wir diese Fabrik in der nächsten Runde bekommen, ohne dass der Gegner uns einsackt. Aber die Reserveinfanterie ist da schon mal gut. Mhm. Außerdem kann das Schiff dann angreifen und das Flugzeug. Und jetzt zieht das weg. Okay. Mach du nur. Ich habe gedacht, wie mit dieser leichten Ari ballern wir ihn weg. Der da würde sogar, wenn er reinkommt, hätten wir den zweiten noch. Wenn er nicht reinkommt, wäre es auch okay. Ja. Das war jetzt so mal mein Ansatz. Mhm. So. Panzerzüge können die Luft schießen, hattest du behauptet, ne? Bin mir fast sicher. Das wäre unangenehm. Also ich hatte beim Patrouillenboot nachgeguckt, aber ich kann auch noch mal einen Panzerzug. So,
Panzerspähen. Panzer zu. Ja, kann zwei in die Luft schießen. Ja, 50. Jetzt habe ich hier mal Blättern, aber kann er da auch nachgucken? Ich habe schon nachgeguckt. Also, das würde ich natürlich nie tun, weil das wäre irgendwie gemein, weil... Schon verstanden, Hagen. Ja. Wenn du das auch ohne meine Hilfe hinkriegst, dann nehme ich doch die nächste Spielepackung. Zeppelin, Giants of the Sky. Diese Simulation versetzt sie in ein Kapitel der Luftfahrtgeschichte, das viele schon fast vergessen haben. Dabei gehört das Zeitalter der Zeppeline zu den aufregendsten und ereignisreichsten Epochen der Fliegerei. Entwickeln sie neue Technologien, entwerfen sie immer bessere und effektivere Flugkörper, bauen sie Luftschiffe im Auftrag verschiedener Staaten, boten sie in Verhandlungen ihre Konkurrenten aus. Das ist eine Wirtschaftssimulation. Ich finde, sie hört sich richtig spannend an. Erschließen sie als echter Pionier neue Flugrouten, richten sie Fluglinien rund um den Erdball ein, gewinnen sie das Rennen um Ruhm und Ehre, Flugwettbewerben, Spezialmissionen, Terminfrachten, Börsenspekulationen mit Rohstoffen. Einmaliges Artwork mit authentischer Grafik. Spielen Sie alleine gegen den Computer oder fordern Sie einen menschlichen Kontrahenten heraus. Also so ein bisschen was wie Oil Imperium. Mhm. Der unten noch Zeppelin, Giants of the Sky, verlässt den Bereich der normalen Simulationssoftware. Durch neuartige Features und große Nähe zu historischen Tatsachen eröffnen sich Ihnen neue Horizonte. Genau, hinten sehen wir so ein bisschen so Sepia-Grafik. Und dann haben wir hier drin. Diesmal sind es keine 3 Disketten, sondern 6 Disketten. Und ja, kurz Referenzkarte und das Handbuch. Bedienungshandbuch. Von Ikarion. Kennt man da irgendjemanden? Sven Vogelgesang. Was gemacht? Ist dir schon wieder warm? Nein! Ich habe mich jetzt. Also, man muss dazu verkleiden, wir müssen dazu sagen, wir scheuen natürlich keine Kosten und Mühen. Ja. Und haben natürlich original Equipment organisiert aus 1902. Wann war der Krieg nochmal? Ich weiß es schon mal. Ist egal, ja. Auf jeden Fall haben wir die Fabrik jetzt hier. Also Scherz beiseite, natürlich sind unsere Plastikrequisiten nicht ganz so optimal. Und das ist ein Plastikhelm. Und wenn man mein massives Bollwerk aus wallender Mähne in so einen Plastikhelm quetscht, führt das dazu, dass mein sowieso schon gequetschtes Hirn nach außen mit besonderem Dampf und Wärme reagiert. Also der Hagen ist dampfbetrieben. Wir sind ja quasi in der Steampunk-Ära. Das ist auch nicht schlecht. Um wieder bei Wild Wild West zu sein. Der war trotzdem gut, der Mist. Mach ihn jetzt nicht kaputt, der war trotzdem gut. Und hier, ich wollte nämlich gucken, warum hat das was mit Erster Weltkrieg zu tun hier, dieses Spiel. Das Spiel beginnt am 1. Januar 1901 und endet mit der Sprengung der letzten großen Luftschiffhallen auf dem Frankfurter Flughafen im Mai 1940. Das bedeutete das Ende der deutschen Luftschifffahrt. Ziel des Spieles ist es nun, eine möglichst große Rolle in Luftschiffentwicklung und Vertrieb zu spielen und so 1940 zum Pionier der Luftschifffahrt erster Klasse ernannt zu werden. Ja, also fängt vor dem Ersten Weltkrieg an und geht durch ihn hindurch quasi. Genau, verschiedene Zeppelin-Modelle drin. Also ich habe es noch nie gespielt, aber klingt irgendwie interessant und ganz unattraktiv. Und es kann nur besser sein als Mac. Also, so schlecht war das auch nicht, aber es war schon. Ich fand es jetzt nicht so. War ein bisschen anstrengend. Ja, das fand ich schon. Es ist aber von 1995, also noch ein relativ neues, also eines der späteren Amiga-Spiele. So, dann gucken wir doch mal. Das Schienengeschütz. Und es hat die Spitze vom Schienengeschütz mit weggeschossen. Tatsächlich.
Kleiner Bug. Nüsschen? Nee, danke. Okay. Nüffen? Schnittchen? Denn so kann ich nicht. Wenn ich hier in Kriegshandlung und verschluckt mich an der Erdnuss. Erstmal die Focker mit der Infanterie. Die Focker mit der Infanterie auf der Straße. Was für eine Infanterie? Cluedo, Erster Weltkriegsedition. Möchtest du das weiter ausführen? Ein Cluedo war doch ein Brettspiel, wo immer der Butler mit dem Brieföffner den Mord begangen hat in der Bibliothek. So. Ja. Und dann musste man das irgendwie zusammen Detektiv spielen. Es ist lange her, dass ich das gespielt habe, aber irgendwie so an sowas erinnere ich mich immer. So. Sowas ich habe es nur einmal gespielt, glaube ich. Fand dann nicht so. Ich weiß nicht, wie oft ich das gespielt habe. Auf jeden Fall ist es lange her. Es könnte aber sein, dass wir das haben. Weiß es in der Ersten Weltkriegs-Edition. Nee, das nicht. Sonst hätte ich mich auch vielleicht gewundert, dass es nicht hier wäre. Vielleicht sollten wir einfach mal, man darf es natürlich dann nicht Cluedo nennen, aber vielleicht sollten wir mal so ein Brettspiel in der Ersten Weltkriegs-Edition VD ein heraus, Mord am Esstisch herausbringen und dann kann man das vielleicht in unserem Shop, in dem ihr übrigens großartige T-Shirts unter anderem mit dem History-Line-Motiv bekommen könnt. Was eine Kurve! Unter shop.virtuallymenschen.de kriegt ihr ein T-Shirt mit diesen großartig nett lächelnden Gesichtern mit dieser Montur. Jetzt meine Arme wieder. Gut, jetzt zurück hier zum abstürzenden Nachbarn. Das ist die Vorband von den einstürzenden Neubauten. Ach oder? So, ich dachte, der abstürzende Nachbar, dachte ich, wäre der Stößchen. Und so. Dann zack. Die abstürzenden Nachbarn. Das wäre doch mal ein Bandname, oder? Oh. Herrlich. So, Hagen, was macht denn da links? Links haben wir doch jetzt die Fabrik mit den Schienen, oder? Ist da schon die Gefahr gebannt? Ja. Dann können wir doch in der nächsten Runde da dann Schienengeschütze bauen. Das wäre Ziel, ja. Auf die Straße? Ich überlege gerade. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, oder? Der schießt 7 weit. Ja. Okay, ich bleib da erstmal stehen. Ja, ja, weil wenn er was trifft. Ja. Bin ja nicht so kamikaze, ey. Kann man nicht reparieren. Ich wusste doch, dass man die Züge nicht reparieren kann. Ja, aber wir brauchen ja auch nicht mehr. Ja, ist ja nichts mehr. Da. Ist ja nichts mehr. Ah, geschickt gemacht, denn. Ja. Sehr gut. Da links unten. Kann man jetzt da reingehen. Ich will mal Statistik sehen haben. Wart doch ab, bis ich gemacht habe, denn okay. Es kommt ist doch. Ist jetzt hier. Und? Da waren Farbbilder. Da. Bibu, Bibu. Farbbilder da. Es gab auch einen in Rot. Ausrufe. Zeichen.